mag sich jetzt ganz konservativ anhören, ja, ist auch so gemeint. Die Mathematik ist die Hürde. Ja, das ist nicht eine Hürde, es ist die Hürde im MINT-Bereich. Auch bei den Ingenieuren, das sehen wir hier. Ich habe mir hier als Produkt des Studiums erst letztens eine Aufstellung geben lassen über alle Klausuren, in denen wir eine Durchfallquote von 50% und höher haben. Von 20 Klausuren, die das betrifft, im letzten Semester waren 18 aus dem Bereich der Mathematik. Also es ist die Hürde, nicht eine Hürde. Wie man diese Hürde kleiner bekommt, da gibt es, glaube ich, nur einen Weg, und das ist, das Betreuungsverhältnis zu verbessern. MOOCs und so, das kann alles guter Zusatz sein. Ich glaube nicht, dass man Mathematik sozusagen auf die Entfernung so gut lernen kann. Einzelne können das sicher, aber Mathematik lebt davon, dass man Übungsaufgaben bekommt, diese Übungsaufgaben zunächst mal selber rechnet und sie dann allerdings im Dialog in einer Übung wirklich vorrechnet und erklärt bekommt von jemandem, der es kann, was man richtig und was man falsch gemacht hat. Das sozusagen mit einem Mock hinzukriegen, halte ich für extrem schwierig. Also ich weiß nicht, ob es von der Fernen Uni Hagen da entsprechende Statistiken gibt, aber so einen Ingenieurstudiengang mit der Fernen Uni zu machen oder auch Mathematik mit der Fernen Uni, ich glaube, da gibt es nur ganz wenige, die das überhaupt machen, aus gutem Grund. Das ist bei BWL und bei Sprachen vielleicht einfacher möglich, weil das ja ohnehin darauf basiert, dass man sich einen Sprachschatz zulegt. Bei Sprachen muss man eh ins Ausland fahren, um die Sprache zu lernen. Also das funktioniert zu Hause eh nicht richtig. Das mag da einfacher sein, aber ich glaube, die Mathematik, das zeigen unsere Statistiken auch. Je kleiner wir unsere Übungsgruppen machen, desto mehr Leute kommen durch. Und das haben wir damals mit den Studiengebühren gemacht. Wir haben plötzlich nicht mehr 30 Leute in der Übungsgruppe gehabt, sondern nur noch 15. Und Sie können sofort sehen, die Durchfallquoten nehmen ab. Das heißt also, man kann natürlich all das Neues entwerfen. Diese Konzepte kann man entwerfen. Sie lenken vom Grundproblem ab. Das Grundproblem ist die Betreuungsrelation, und zwar an allen deutschen Universitäten. Und wenn Sie dann später zu den Abschlussarbeiten kommen, also zu den Bachelor- oder Masterarbeiten, da wird das Betreuungsproblem noch größer. Denn die können ja in der Regel nur von Professoren abgenommen werden. Und hier an der TU Dortmund haben wir 30.000 Studierende und ungefähr 300 Professoren. 1 zu 100 ist das Verhältnis. Ja, das ist zum Beispiel der große Unterschied zum amerikanischen Sprachraum. Da ist das Betreuungsverhältnis um Faktor 5 zum Teil besser. Und wenn man das also sozusagen als Zielvorgabe hat, dann ist das die Variable, an der man eigentlich drehen muss. Und solche MOOCs und so, die können Hilfestellungen leisten, aber ich glaube nicht, dass sie in den mathematischen Fächern das wirklich ersetzen können. Also was wir zum Beispiel auch vorhatten, so eine Vorlesung mal so richtig schön zu machen, mit Zeitlupenexperimenten, dann Formeln zu erklären, das kann man machen, aber dass man da jetzt vollständig eine Vorlesung ersetzt, ist schwierig, ne?